Guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Ich weiß noch nicht, wann Sie genau dieses Video sich anschauen. Nun ja, wir haben eine Lösung, entweder fürs Volk oder dafür das gegen das Volk, für den Karfreitag am 19. April. Es ist ja so, dass 1952 ein doch bekannter Vertrag herausgekommen ist, ein Kollektivvertrag, das besagt, dass es ja zwischen Katholiken und Evangelisten einen Teil der Unterdrückung, das was damals war in den 50er Jahren, ja, für den Karfreitag eine Genugtuung war für die Evangelisten, dass sie frei bekamen. Doch nach 70 Jahren diskutierte man jetzt in den letzten Wochen, ob man am 19. April nicht auch noch für die Katholiken vielleicht freigeben könnte. Zuerst hieß es anfangs einmal einen halben Tag. Was heißt ein halber Tag? Halber Tag ab 14 Uhr, also Vormittag wäre noch der normale regelmäßige Ablauf gewesen. Diejenigen, die arbeiten hätten arbeiten müssen. Nur ab 14 Uhr wäre Feiertag gewesen. Das meinten viele, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Ja, weil viele müssten sowieso arbeiten gehen bis 12 oder bis 2 Uhr, bei Schichtbetriebe zum Beispiel, oder auch im Allgemeinen in den Geschäften. Nun ja, da gibt es zwei super Minister, namens Gernot Blümel und Ex-Bundespräsidentkandidat Norbert Hofer, FPÖ. Norbert Hofer selbst Evangelist, ja, muss ich eines dazu sagen, bin ich ein bisschen maßlos enttäuscht. Denn man solle sie einmal beide erinnern an die Wahlkämpfe. Österreich zuerst, neue Ideen, neue Ideologien, neue Philosophie vor allem. Neue Philosophie oder so ein Österreich zuerst oder so. Eine neue Heimat, ja, wurde hier prognostiziert. Von beiden sehe ich nichts mehr. Dass der Karfreitag natürlich ein sehr starker Einkaufstag sein kann, ist mir vielleicht mir bewusst, weil ich bin gelernter Verkäufer. Ich komme aus der Thematik. Ich bin gelernter Einzelhandelskaufmann. Es muss aber jeden Wirtschaftsboss auf dieser Welt auch klar sein, wer hinter den Erfolg und warum das Ganze ist. Wir. Wir sind es. Die Arbeitnehmer im Hintergrund, ja, ermöglichen, dass es am Freitag, den Karfreitag, ein eventueller starker Einkaufsfreitag ist. Jedoch bedenken Sie eines oder jedoch lassen Sie mir jetzt ein Zitat. Es wäre am Karfreitag so, dass viele Familien ein langes Wochenende hätten. Weil Montag ist ja Ostermontag. Das heißt, viele würden eher am Gründonnerstag einkaufen gehen, das ist ja auch schon länger offen, meistens bis 20 Uhr. Und die meisten würden für die Familie ein langes Wochenende haben. Das heißt, sie könnten Freitag, Samstag, Sonntag und vielleicht Montagvormittag noch eventuell, es wären fast 4 Tage, etwas unternehmen. Lassen Sie mich vielleicht hier einhaken. Es wird ja auch in Österreich viel geredet, wir sind ein familienfreundliches Land. Beziehungsweise es wurde auch gesagt, es wird niemandem was weggenommen. Die Lösung selbst, ja, die jetzt am Tisch liegt, ist gewöhnungsbedürftig. Es gibt Betriebe in Österreich, wo ich denke, nehmen wir jetzt einmal ein Beispiel. Ein Betrieb hat 20 Leute. Von diesen 20 Leuten sind die Hälfte Evangelisten. Ja,
Es käme zum Beispiel ein Katholik daher und würde auch noch frei haben würden. Da würde in diesem Betrieb an diesem Tag ja, keine 20 Leute mehr arbeiten, sondern nur 9. Und diese 9 müssten halt dann die Tätigkeit auch machen, was für die Leute, die zu Hause sind. Jetzt fragen sich viele, wo ich hinaus will. Ja, ganz einfach. Die Leute muss man ja in gewisse Positionen die Tätigkeit ersetzen. Ja, und diejenigen, die was übrig bleiben, müssen diese Position ja auch erledigen. Jetzt kommt natürlich der Begriff, was die Politiker sehr schön und immer verwenden wollen. Ja, der persönliche Urlaubstag muss von einem Arbeitgeber gegeben werden. So, und jetzt vielmals um Entschuldigung um meine Ausdrucksweise müssen. Tut man sie dann 1,60 Meter Eichenholz, 20 cm hoch, 1,60 Meter, sprich Sarg hineinlegen und Anführungszeichen sterben oder beziehungsweise müssen tut der Arbeitgeber nichts. Bestehen kann jeder drauf. Aber der Bruno Kreisky hat einmal eins gesagt, es sind ja Millionen von Schilling Schulden lieber als Millionen von Arbeitslosen. Was glauben Sie, wenn wirklich alle drauf bestehen, lieber Herr Blümel und lieber Herr Hofer, wie viele Arbeitslose nach Ostern sind? Eine Firma ist immer am längeren Ärmel. Ja? Und wenn Sie darauf bestehen oder müssen, tut doch heute gar keiner was geben. Ja? Das Wort müssen Sie überdenken. Ja? Weil müssen, ja? Lieber Herr Blümel und lieber Herr Hofer, tut Ihnen heute niemand was geben. Ja? Und Urlaubsansprüche schon gar nicht. Ja? Und da ist der Haken begraben. Was sie hier leider Gottes gemacht haben, jetzt war eine 0815-Lösung, so hart es auch klingen mag. Eine 0815-Lösung. Ja, leider. Es war eine 0815-Lösung. Der Katholik hat nichts, der Evangelist hat nichts. Ja. Politik und die Wirtschaft. Ja, es ist zwar richtig, dass der Freitag der einkaufsstärkste Tag ist, aber man soll auch jetzt besinnen, was man sich präsentiert. Österreich, ein familienfreundliches Land. Ja. Auf der anderen Seite jetzt, lassen Sie mich wieder ein Zitat, sind wir eine Lachnummer geworden im Ausland. Ja. Ich würde keine Anekdoten da machen, bitte schauen Sie selber in den Medienwelt nach, da gibt es genug Witze heute. Es ist schwierig. Es ist schwierig, der eine Tag. Aber es ist nur ein Tag. Ein Tag wie jeder andere. Ein Tag, am nächsten Tag, am Samstag geht es weiter. Da gehen die Rolladen genauso wieder hoch und die Rolladen auch wieder normal wieder zu. Ist genauso ein normaler Tag für manche. Ja, den natürlich am Samstag von Haus aus nicht arbeiten, ist klar, die haben ein langes Wochenende, klar, das ist richtig. Aber es gibt ja manche unter uns, die auch am Samstag arbeiten müssen, ja, die vielleicht gegebenenfalls am Karfreitag etwas unternehmen könnten mit der Familie, könnten, und die Motivation vielleicht besser sein kann, als wie wir uns jetzt, naja, ich muss es leider jetzt mit muss, wieder arbeiten gehen. Die Motivierung ist da. Es fehlt die Motivierung. Ja, jetzt heißt es wieder, ja, der eine hat wieder frei, der kriegt von seinem Arbeitgeber wieder Urlaub und ich kann hakeln. Was sie jetzt hier geschaffen haben, ist einfach, sie haben manchen Leuten die Motivation genommen. Ja, was die Politik und die Wirtschaft
was sie natürlich nicht einsehen wollen, die Motivation der Arbeitnehmer. Ja, die Motivation. Ja. Wenn man natürlich heute, man arbeitet ja eh schon fast, man hat eh noch mal 30 Tage, 30 Tage, ja, und hier ging es ja nur um 24 Stunden. Hier ging es um einen Tag, 24 Stunden. Man hat eh schon Pfingst, den Pfingsten durchgestrichen und Ostern, Dienstag oder den Dienstag nach Ostern oder den Dienstag, ja. Es ist ja nicht so, dass man bis am Mittwoch alle frei gehabt hätte. Es ist ja eh schon so, ja, dass man eh schon so wenig bei der Familie daheim ist. So wenig, ja. Und man das Kind eh schon fast nicht mehr sieht aufwachsen. Ja. Klar ist auch wichtig, dass man präsent ist, dass man arbeiten geht. Das ist alles richtig. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Wirtschaftsbosse das wollen, dass ein Familienleben, ja, auf Art und Weise, ja, genommen wird. Das kann man nicht vorstellen. Aber ja, liebe Politiker, liebe Wirtschaftsbosse, leider, es ist ein 0815 Lösung. In meinen Augen, wir werden die Kröten natürlich fressen, das ist klar. Aber familienfreundlich schaut anders aus. Danke.